Ich habe gar kein Wasser, stelle ich gerade fest. Was heißt, wer trinkt denn hier Wasser? Nee, wenn ich rede, muss ich hin und wieder mal ein Schlückchen, sonst kommt dieses Schmatzen. Ich habe da eine andere Idee. Oui. Aha, was hältst du davon? Ist das nicht besser als Wasser? Ja, natürlich. Denn ich dachte, letztes Mal haben wir das einfach vorbeiziehen das lassen. Stimmt. Und jetzt ist natürlich unsere, also die, deren Name nicht mehr genannt werden darf, im Januar erschienen. Die arme Frau. Sie in Frieden um. Ja, Friede ihre Asche. Aber gleichzeitig haben wir ja eigentlich auch ein Jubiläum. Ja, unser Einjähriges. Ja. Ein Jahr lang haben wir nämlich jetzt schon Flurfunkgeschichte. Und deswegen trinken wir, finde ich, nicht nur Wasser. Was ist das denn für ein Zeug? Das ist ein Kunststoffkorken. Sehr fürchterlich. Im Übrigen handelt es sich um ein süßes. Ja, ich bin voll für süß. Du bist voll für süß? Ich bin immer für süß. Oh mein Gott. Ihr lacht mich nur immer aus, weil ihr immer für süß seid. Die nächsten Folgen verzögern sich um ein Jahr. Es wird noch. Es wird. Es bewegt sich. Ich habe ein bisschen Angst, ich auch. Ins Gesicht zu kriegen. Das ist ein etwas komischer Korken. Das ist ein Drehkorken, könnte es sein? Oh, du lieber Gott. So. Ich erinnere mich an das eine Mal, wo eine Sektflasche geöffnet wurde und die Person sich extra von mir weggedreht hat und ich trotzdem den Korken an den Kopf bekommen habe. Weil als der Korken flog, an die Wand geknallt ist und dann im direkten Winkel an meinen Hinterkopf. Ich habe ihn jetzt schon gut festgehalten. Das stimmt, er hat. Diesmal ist er nicht geflogen. So. Aber er perlt. Also ich hoffe. Aber wir können ja alles rausschneiden, falls es da zu Interferenzen kommen sollte. Ja, meine Liebe. Dann, beste Co-Hosterin aller Zeiten. Oh, das klang jetzt gar nicht. Wir sitzen heute auch ein bisschen weiter auseinander. Ja, der Tisch ist ausgezogen. Ist ein bisschen schwieriger. Nee, wird nix. Aber trotzdem. Auf uns. Auf Flurfunkgeschichte. Das nächste Jahr. Auf das, ja. Auf all das, was uns bevorsteht. Oh, der ist auch sehr süß. Ja, das ist auch nicht halb. Das ist richtig Deutsche. Der ist sogar für mich zu Deutsche. So, wie fühlst du dich denn so nach einem Jahr Podcasten? Das fühlt sich gar nicht wie ein Jahr an, wenn ich ehrlich bin. Stimmt eigentlich. Das ist irgendwie, wie schnell, also je älter man wird, umso schneller gehen die Jahre rum. Oh Gott, ist es schon soweit, ja? Ja, ein bisschen schon. Und wie fühlst du dich? Ich fühle mich ganz gut. Ja, ich meine, ich überlasse dir ja meistens auch die inhaltliche Vorbereitung, insofern kümmere mich eher um die technische Seite. Deswegen machst du die ganze Technik, das ja. Ist... Du bist aber auch eine schnellere Leserin, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Kannst du so Seiten durchscannen und sofort die wichtigen Sachen? Vielleicht bin ich auch einfach nicht so genau wie du. Nicht so wie ich, dass ich hier 10-mal den gleichen Absatz lese, weil ich zwischendurch an 1000 andere Sachen gedacht habe, während mein Auge nur so über die Buchstaben geglitten ist. Das ist immer sehr frustrierend. Ich vergesse auch alles sofort, unmittelbar danach. Das ist so, wie wenn man früher für die Prüfungen noch im Studium irgendwas gelernt hat. Ins Kurzzeitgedächtnis gepresst hat und dann hast du die Klausur runtergeschrieben und danach war es weg. Ja, aber so geht es mir auch. Also wenn wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, ist es auch weg. Deswegen auch gut, dass nicht so viele Nachfragen kommen von euch. Ja, also sobald ist es weg. Müssen wir alles nochmal nachgucken. Ja. Was war denn deine Lieblingsfolge bis jetzt? Meine Lieblingsfolge? Lass uns noch, bis wir dieses Glas leer haben, quatschen wir jetzt noch ein bisschen. Machen wir einfach so. Lass mich drüber nachdenken. Wo hatte ich am meisten Spaß? Also beim... Also nicht die Frau, deren Namen wir nicht mehr nennen? Ja, das war nicht. Also es ist ja schon so die... Also die Frau... Beide? Also die letzte war nicht so mein... Ja, das glaube ich, das haben auch mal alle mitgekriegt. Da waren wir auch sehr negativ. Also da hatten wir auch einfach so eine negative Grundstimmung, das fand ich... Die Vorbereitung hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht für die Dame, dessen Namen wir nicht nennen, weil ich dann nochmal die Biografie durcharbeiten konnte, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Also für alle, die zweifeln, wir nennen den Namen nicht mehr, aber es handelt sich um die Kaiserin von Österreich. Natürlich. Und
Die Osternfolge, da hatte ich sehr viel Spaß. Ja, die ist auch, glaube ich, ich glaube, die war mir, als ich die angehört habe, irgendwie peinlich. Mhm. Ich dachte, wir haben irgendwie zu viel so gekichert oder so. Aber glaube insgesamt, nachher war es mir dann doch sympathisch. Ja, die hatte ich sehr schön. Canossa mochte ich auch. Canossa mochte ich nicht so. Da, ach so. Ja, da hatte ich so den Eindruck, das ist zu tief. Also da habe ich mir zu viel vorgenommen, das hätten wir in zwei Folgen schöner gemacht. Das ist halt auch Mittelalter, das Problem. Und bei Mittelalter wird es ja alles ganz genau. Ja, und da, das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, das in zwei zu trennen, aber naja, jetzt haben wir so die Hexenfolge, so. Unsere allererste Folge, trotz den Anlaufschwierigkeiten. Obwohl, da dürfen wir ja mal verraten, die allererste Folge hat sowieso niemand zu hören bekommen. Die haben wir gleich zu Ende aufgenommen. Aber gut, ich glaube, sie ist eine Stunde lang geworden auch, oder? Mhm. War das nicht eine Stunde? Vielleicht. Mindestens Dreiviertelstunde war das. Ich weiß es nicht mehr. Und dann dachte ich, das also, hätte Solveig auch alleine vortragen können. Genau, also ich erinnere mich noch dran, wie du irgendwann stopptest und mich angucktest und meintest, was machen wir hier eigentlich? Und da mussten wir nochmal neu ansetzen. Aber ja, wir sind erstmal spazieren gegangen. Sind wir spazieren gegangen? Ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und dann haben wir es nochmal probieren. Dann ist es doch noch die erfolgreichste Folge, mit die erfolgreichste Folge, glaube ich. Auf jeden Fall in den Top 5. Wobei der Hexenwahn ist, glaube ich, interessiert mehr Leute als der Hexenglaube. Wobei der Hexenglaube, den fand ich tatsächlich spannender. Aber das ist halt, ich bin halt auch so ein Rezeptionsfan. Das werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen wieder machen. Oh no! Ich finde, es ist wichtig, das zu machen. Und von daher finde ich natürlich spannender, was dann aus den Sachen gemacht wurde. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn viele sich mit dem Thema auch gar nicht so auskennen, dass sie erstmal wissen wollen, was war denn da eigentlich los damals, dass das dann interessanter ist. Was war deine Lieblingsfolge? Also Hexenglaube mag ich auch. Einfach, weil es das erste Mal war. Und tatsächlich mag ich die schwule Hofkammerie. Das stimmt. Und auch den Einstand des Sex. Also das ist ja quasi so eine Doppelfolge. Aber ich mag einfach jetzt Kuno von Moltke und die bratpfannenbewährte Ehefrau, die ihn verfolgt und zum ehelichen Beischlaf nötigen möchte. Ja, also es sind schon eher so diese Art von Geschichten, die ich dann mag, die wir ja auch vor allem erzählen wollen. Ja, eben. Ja. Also das ist ja auch so Kern unseres Podcasts, dass wir das machen möchten. Ja, alles andere, was da bei Wikipedia steht, das könnt ihr alle selber nachlesen. Ja, und natürlich das Erfolgreichste, den Umständen geschuldet, das ist tatsächlich die erste Ukraine. Geschichtsfolge, die wir gemacht haben, von Kiewer Rus bis Kosaken. Ja. Und da finde ich es echt spannend, dass sich offenbar nicht so viele Leute gerne die zweite Folge dazu anhören. Das liegt vielleicht an meinem hohen Redeanteil. Nein, aber es ist ja eigentlich näher dran am Thema. Deswegen war ich so überrascht, weil der erste Ukraine-Teil ist ja eigentlich so, wir fangen mal bei Adam und Eva an und allgemein. Wo ich tatsächlich aber der war auch spannend, weil ich das auch gelernt habe, dass du sagst, die hatten kein Mittelalter. Hatten die auch nicht. Die hatten ihre eigene Zeit. Da musste ich tatsächlich, war ich auch sehr unsicher, weil das ja wirklich überhaupt nicht mein Fachgebiet ist. Und da musste ich mich massiv einarbeiten. Und wenn man das dann halt dann doch relativ schnell macht, wie wir das dann doch machen müssen, gehen da natürlich auch manchmal Details unter, wo ich dann dachte, oje, oje. Aber scheinbar hat es bislang niemanden gestört. Zumindest hat es niemand irgendwas Negatives verlauten lassen. Ja. Ja, ansonsten natürlich hier die Kaiserin. Ja, die ist aber gerade auch wieder hip. Also ich war letztens bei Dussmann und da war hier der Film. Wir haben es gibt natürlich noch andere Buchhelden. Ja, also, natürlich, es ist keine Werbung. Aber also wir sind ja hier in Berlin, da ist das immer so die Anlaufstelle. Und da war das tatsächlich die DVD Corsage auf Platz 1 der DVD-Verkäufe. Ja? Stand ich auch vor. Ja, also kurz nachdem er dann rauskam, wann haben wir aufgenommen im Dezember. Aber da war der auf Platz 1 der DVD-Charts bei Dussmann. Und da war ich auch irritiert. Und wenn man auch jetzt mal so beim Regal der historischen Romane vorbeigeht, lauter Sissi-Romane. Mhm. Also. Ja gut, habe ich auch gesehen. Also irgendeinen anderen, jetzt haben wir den Namen doch gesagt, aber egal, also über sie. Und dann natürlich zu dieser Serie. Also von RTL gab es einen Roman. Mhm. Ja. Netflix hat es auch nochmal verwurstet. Ja. Das ist unglaublich. Ja, also da ist gerade irgendwie, also ich denke mal, das liegt daran, dass sie jetzt 125. Todestag hat. Mhm. Aber es scheint halt auch irgendwie so einen Hunger auf diese Frau zu geben. Dann gibt es ja noch diesen, ich weiß nicht, ob das ein Roman ist oder ob das ein wissenschaftlicher
also eine biografische wissenschaftliche Abhandlung ist auch nochmal, Sisi ist rausgekommen vor ein paar Monaten, liegt auch immer noch bei den Bestsellern. Also irgendwie haben die Leute da Hunger. Also. Ja, wir werden in kommenden Folgen mal andere Persönlichkeiten vorstellen, die es auch wert wären, verfilmt zu werden. Ja. Also vielleicht auch da nochmal, auch warum wir ihren Namen nicht mehr nennen, hat nichts damit zu tun, dass wir persönlich ein Problem mit ihr haben. Sie ist eine sehr spannende Frau, hat in einer sehr spannenden Zeit gelebt. Aber ich bin der Meinung, diese arme Frau... sehr unangenehm im Umgang. Ja, wahrscheinlich im Alter bestimmt auch. Aber ich finde, wie Marilyn Monroe, lass diese arme Frau doch einfach in Ruhe tot sein. Die ist eine Weile tot. Das ist eine echte Person. Das ist keine fiktive Figur, sondern... Und ich finde es halt eben, was aus ihr gemacht wird, macht mich so wahnsinnig. Weil ich finde, das ist teilweise wirklich respektlos. Eine tatsächliche Person, über die so viel geschrieben wurde und von der so viel erhalten ist, so zu disneyfizieren. Also das ist, was mich so stört. Disneyfizieren? Ja. Okay. Wollte ich gerade korrigieren, du meinst vielleicht diskriminieren? Nee, ich meine die Disneyfizierung. Okay, ich verstehe. Disneyfizieren. Das ist ein Begriff... Das hast du nicht gerade erfunden. Den habe ich nicht erfunden, das ist ein echter Begriff tatsächlich. Mhm. Also man könnte es auch als Leichenflatterei bezeichnen. Ja. Ich glaube, die Begriffe, das ist aufgekommen im Zuge der Diskussion mit Rekonstruktion von alten Gebäuden, ob man das machen soll oder nicht. Und ich weiß gar nicht, wann es genau aufgekommen ist, aber das war dann, als dann in Dortmund da dieser Turm wieder aufgebaut wurde, als da in das Frankfurt... Wurde in Dortmund für einen Turm aufgebaut? Da wurde so ein, ich weiß nicht, ob das so ein Wasserturm ist oder ein Stadtturm. Der ist wieder aufgebaut worden, so ein mittelalterlicher Turm. Okay. Und in Frankfurt ist ja auch das Römerviertel da oben, also auf dem Römer ist ja auch wieder aufgebaut worden. Und da haben sie alle gesagt, das ist eine Disneyfizierung mittelalterlicher Architektur. Ja, okay, das verstehe ich. Und dadurch ist dieser Begriff so geprägt worden. So gut. Ja. Noch ein Schlückchen. Noch ein Schlückchen. Komm, auf uns. Und natürlich, es würde uns eigentlich auch interessieren, ihr müsst uns ja nicht ernsthafte Fragen schreiben oder Kommentare. Sagt uns einfach mal, was eure Lieblingsfolge ist. Ich sehe ja nur, was am meisten angeklickt wird, aber das heißt ja nicht, dass euch das am besten gefallen hat. Also das würde uns tatsächlich interessieren, was da euer Favorite ist. Oder auch mal Themenvorschläge. Also wir sind da natürlich relativ offen. Also wir haben schon noch... wir haben Ideen, so wir haben schon nicht. Noch ein paar Ideen. Ne? Aber ich finde, man kann... Also wir machen natürlich die Sachen, die uns interessieren, aber mich würde auch mal interessieren, was euch so interessiert. Also man kann vielleicht dazu sagen, also die Chance, dass wir dann euren Vorschlag aufnehmen, ist größer, wenn es vor 1900 ist. Das stimmt. Also Mittelalter kriegt ihr bestimmt sofort dann die Folge geschenkt. Also genau, also es ist kein Versprechen, dass wir das definitiv machen, aber es kommt in die nähere Auswahl. Also die garantiert. Möglichkeit besteht, sagen wir es mal so. Wir sind offen. Wir sind da offen. Ja. Also mittlerweile, ich meine, ihr wisst ja, wir machen das vor allem für uns. Dass wir mal Gelegenheit haben, hier so eine schöne Sektschale in der Hand zu halten und miteinander anzustoßen oder sonst auch mal Kaffee zu trinken und uns zu unterhalten, so wie damals, als wir noch jeden Tag gemeinsam zur Arbeit gegangen sind, aber wegen Corona gar nicht arbeiten mussten und uns so ähnlich unterhalten konnten wie hier. Nee, wir haben schon gearbeitet, wir haben ja recherchiert und unsere Recherchen haben wir uns gegenseitig die waren halt auch mal genauso abwegig wie das, was wir hier so tun. Ja, also schreibt uns mal. Was ist euer Lieblingsthema bis jetzt gewesen, eure Lieblingsfolge und was wollt ihr denn unbedingt mal von uns hören? Und heute, soweit ich weiß, geht es um Kommunisten. Ja, unter anderem. Um Kommunisten, um Protokommunisten. Um was bitte? Protokommunisten. Wer waren die denn? Ja, der, um den es heute geht, war ein vermeintlicher Protokommunist. Können wir darüber reden, ob das stimmt? Hab ich ja noch nie gehört. Okay. Ich dachte, ihr Kommunist, das war vielleicht der erste Karl Marx, ohne es zu wissen. Also, genau. Das ist der Protokommunist. Nein. Nee. Aber Karl Marx hatte einen großen... Ein großes Vorbild? Ein großes Vorbild, Hegel? Beziehungsweise war ein großer... ihn als Fanboy zu bezeichnen, aber er hat in die Geschichte geblickt und gesagt, das sind unsere Vorgänger, die haben unsere Ideen schon... Hermann der Cherusker. Nein. Nein. Wo war der denn Kommunist? Ich glaube, in der sozialistischen Geschichtsdeutung ist es der sich gegen die Sklavenhaltergesellschaft Roms aufgelehnt hat. War doch nicht Hermann. Doch, natürlich. Wieso denn Hermann? Der Cherusker hat doch die Römer besiegt. Die Sklavenhalter. Ja, aber er war ja... Beginn der Sozialismus, der sozialistischen Geschichtsschreibung. Nein. Nein? Nein. Geh noch ein bisschen früher.
Noch ein bisschen früher. Da kenne ich aber immer nur die, die jetzt nicht unbedingt, also am anderen Ende der gesellschaftlichen Skala. Wien? Also im Gegensatz zu Sklaven, meine ich. Ja, also, wen hast du in deinem Kopf? Keine Ahnung, Alexander der Große. Ja, so weit zurück jetzt auch nicht. Wir sind schon in Rom. Achso, wir bleiben in Rom. Wir bleiben in Rom. Da gibt es so die Kaiser, von denen ich auch nicht alle kenne, nur die alle kennen. Augustus, Cäsar, der kein Kaiser war, aber so quasi. Aber sein Name leitet sich da. Ja. Also sein Name war da namensgebend. Hm. Ja, wir bleiben mal in der Nähe von Cäsar. Okay. So Pompeius. So ein bisschen früher. Ja, noch ein bisschen. Also Pompeius ist schon dabei. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Julius, Claudius. Claudius ist später. Die heißen doch alle gleich. Ja, aber es ist ja auch kein Kaiser, Cicero. Von dem er ist. Aber Pompeius ist schon tatsächlich Darsteller, ist Hauptcharakter. Hauptcharakter? Okay, der ist, spielt über hier tatsächlich eine Rolle. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber du weißt doch, worüber wir jetzt reden möchten. Du hast gesagt, du sprichst über Spartakus. Ganz genau, das ist doch, worauf ich hinaus will. Warum sagst du das nicht einfach? Und da habe ich mich jetzt gefragt, ob es um den Spartakusaufstand geht in der Weimarer Republik. Aber das ist ja nicht so dein Lieblings. Wobei, Weimarer Republik magst du, hast du ja hier später auch gemacht. Genau, aber es geht ja darum. Und das andere wäre, ob wir jetzt nochmal eine Filmkritik machen. Sowohl als auch, alles. Okay. Wir reden heute über alles, was Spartakus betrifft. Denn es hat natürlich einen Grund, warum die sich in der Weimarer Republik Spartakusbund genannt haben. Und da wollte ich heute mit dir drüber reden. Mhm. Angestoßen tatsächlich von einem Film. Merkt so ein bisschen, wovon ich inspiriert werde. Ich gucke Fernsehen und sage, ja, ich habe nämlich über Weihnachten lief Spartakus, der Film von Stanley Kubrick, auf Arte oder Dreisat oder irgendwie auf einem der dritten Programme. Und das fand ich ganz interessant, also bin ich irgendwie inspiriert worden. Aber bevor wir über den Film reden, damit möchte ich nämlich eigentlich abschließen, reden wir erstmal über Spartakus. Und zwar nicht über den Spartakusbund, sondern über den Spartakus. Über den richtigen Spartakus. Über den richtigen Spartakus. Weißt du, wann der gelebt hat? Ja, du hast ja schon gesagt, gerade bei Julius Caesar in der Nähe. Mhm. Aber ich glaube, der war früher. Jetzt ist natürlich die Frage, wann war Julius Caesar? Das ist so gemein. 50 irgendwas vor Christus. Ich bin aber, ich komme da auch mal, wann die Iden des März. Ich glaube, es war 44 vor Christus, aber es kann jetzt auch 40 vor Christus gewesen sein. Ich komme da auch mal durcheinander. Also Asterix-Fans, sagt uns, klären Sie auf. Also der Spartakus-Aufstand war 73 vor Christus. Also das ist so ein bisschen vor Caesar noch. Das ist immer so, also dieser Spartakus-Aufstand gilt dann auch immer so als dritter Sklavenkrieg. Also das ist so der dritte Punkt. Schon. Der dritte schon, genau. Und das, da wird der, fällt er so rein. Und deshalb wird er auch immer so groß gemacht. Also vielleicht erstmal zum Spartakus-Aufstand selbst. Ich habe mir da auch nicht so viel zu aufgeschrieben. Also eigentlich muss ich jetzt erstmal sagen, wenn das der dritte war, was war denn dann? Genau, da kommen, also ich dachte, wir fangen erstmal mit dem an, sodass wir das einordnen. Und dann sage ich kurz was zu den anderen davor, weil man das dann auch so ein bisschen besser versteht, warum diese Kriege ausgebrochen sind. Ja, alles gut. Nein, Entschuldigung. Du bist jetzt still und ich rede jetzt. Ich zeige euch nochmal, wie das in der unveröffentlichten Folge war. Nein. Aber ich habe es hier gerade liegen, deswegen. Also zur Einordnung. Also dieser Spartakus-Aufstand war 73 vor Christus und wird eben beschrieben, dass Spartakus zusammen mit 70 anderen Gladiatoren in Capua, also in Süditalien, in der Gladiatorenschule, ja, rebelliert haben gegen den Besitzer oder Leiter der Gladiatorenschule, in der die drin waren. Und das ist der, oh Gott, Cornelius Lentulus Batiatus. Und der hat eigentlich... Sag's bitte nochmal. Ich habe nämlich vergessen. Der hat vier Namen, was sehr ungewöhnlich ist für Römer. Gnaeus Cornelius Lentulus Batiatus. Aha. Und jetzt interessiert mich gerade, Entschuldigung. Der Typ interessiert mich gerade noch nicht so. Ja. Jetzt interessiert mich viel mehr nochmal, wie das mit den Namen funktioniert. Ach so, also. Warum ist das ungewöhnlich, das dass sie vier Namen? Ich meine, ich weiß, das ist Gaius, Julius, Caesar. Andere Beispiele fallen mir jetzt nicht ein. Aber warum sind das immer drei Namen? Ja, warum die drei Namen hat, das ist auch nicht so klar. Also wir haben eigentlich dieses, vor allem in der Republik, und das übernehmen die dann auch später im Kaiserreich, diese drei Namen. Also der erste Name ist irgendwie auch immer so ein Name, den die gar nicht benutzen. Der wird dann ja auch meistens einfach nur abgekürzt. Also Gaius, Julius Caesar, dieses Gaius ist dann meistens auch nur so ein G-Punkt. Und, oder wir haben jetzt hier Gnaeus,
Der fällt auch gar Julius nicht. Julius ist doch die Familie, genau, oder? Dann der zweite Name, das, was wir eher als Vorname verstanden stehen, also bei Gaius Julius Caesar. Julius ist der Familienname. Hm. Also aus welcher Familie der kommt. Julius Caesar kommt eben aus der Familie der Julia. Und deswegen hat er diesen Namen. Hm. Und der dritte Name ist dann so irgendwie deren Personennamen, also Bezugsnamen. Also wir haben das ja auch so bei Attribut Markus. Oder so. Der Markus Kurze, der Tullius, Kleine, der Dicke. Cicero. Da wird ja auch Cicero ist sein Name, der Rufname. Aha. Und Tullius, eben weil er aus der Familie Tullia kommt. Und dieses Markus davor ist irgendwie, ist halt da. Also, oh, Großpapa. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Deswegen daher auch mal diese drei Familien, also diese Dreigliedrigkeit des Namens. Und er hat eben vier. Und dieses Batiatus wissen die Leute, also ist auch nicht typisch römisch und man weiß nicht, woher das kommt und ob der, dieser Besitzer der Gladiatorenschule vielleicht auch irgendwo anders herkam. Auf jeden Fall, das ist eben so dieser, das ist der Punkt, dass er irgendwie vier Namen hat, weil ich noch nicht weiß, warum. So. Und auf jeden Fall scheint dieser Batiatus nicht so gut mit seinen Gladiatoren umgegangen zu sein, denn die rebellieren gegen ihn. Und Plutarch, einer der Autoren, der relativ ausführlich über diesen Aufstand schreibt, er sagt eben, dass die sich in der Küche bewaffnet haben. Also sind halt ausgebildete Gladiatoren, aber sie bewaffnen sich nicht mit ihren Waffen. Die scheinen irgendwie weggeschlossen gewesen zu sein, aus dem Grund, dass sie nicht rebellieren. Und die bewaffnen sich eben in der Küche und... Also mit Gabeln und Messern? Ja, und mit irgendwelchen Fleischermessern oder so. Okay. Und die brechen dann aus und wollen eigentlich zurück nach Hause. Also das ist auch bei Plutarch beschrieben, dass Spartacus wahrscheinlich Thraker war. Also da so Nord, nichts mit Sparta zu tun. Nichts mit Sparta, also so aus Nordgriechenland. Ich, mit Thrakien, das ist, glaube ich, ich bin da immer unsicher, ob das das heutige Nordmazedonien ist, so in der Gegend lag Thrakien. Und also in dieser Schule waren laut Plutarch Germanen und Thraker zusammen. Und die haben sich jetzt irgendwie organisiert und brechen aus und wollen eigentlich nach Hause. Das ist so der Plan. Und diesem Gladiatorenaufstand schließen sich dann sehr, sehr viele Sklaven an, die dort im Süden Italiens und auf Sizilien sind. Und da kommen wir jetzt nämlich, deswegen wollte ich das vorher klären, zu diesen anderen Sklavenaufständen, die davor stattgefunden haben. Okay. Weil das ist nämlich ganz interessant, wenn wir uns diese Sklavenkriege angucken, auch zum Thema Sklaverei überhaupt in der Antike, dass wir im Grunde eigentlich nur diese drei großen Sklavenkriege haben. Also es gibt dreimal Sklaven, die sich gewaltvoll, das ist das Wort, Sam, gegen gewaltsam. Das gewaltsam, so. Ja, irgendwas war falsch. Im Prinzip ist auch egal. Gewaltsam eben gegen ihre Herren stellen, um aus der Sklaverei herauszukommen. Das passiert eben in diesem großen Ausmaß, sowohl in Rom wie auch in Griechenland, nur diese dreimal. Und was ich ganz interessant finde, wenn wir uns diese drei Sklavenkriege angucken, die passieren alle im ungefähr gleichen Zeitraum und sie passieren alle am gleichen Ort. Wir haben nämlich den ersten Sklavenkrieg, der bricht 136 vor Christus aus in Sizilien. Wir haben den zweiten Sklavenkrieg, der bricht 104, also knapp 30 Jahre später aus, auf Sizilien. Mhm. Und dann haben wir den dritten Sklavenkrieg mit Spartacus, der bringt 70 ungefähr, also 73 vor Christus aus, wieder 30 Jahre später in Capua, was Süditalien ist. Also die sind nicht so weit weg. Das ist gar nicht in Rom. Nee, das passiert alles eben in Süditalien, zu einer ungefähr gleichen Zeit, nämlich in dieser späten Phase der Römischen Republik, die eh auch Probleme hat. Also eben, es dauert nicht mehr so lang, bis zwischen Caesar und Pompeius der Bürgerkrieg ausbricht. Also und dann die Republik auch zu Ende geht und dann durch den Prinzipat ersetzt wird. Also das passiert alles am gleichen Ort, in der gleichen Zeit, wahrscheinlich eben aus den gleichen Gründen. Und dann kann man sich eben fragen, warum passiert das alles da unten in Sizilien? Ist da eine Idee? Ist eine Insel, man ist da freier. Nee, das war jetzt gemein, ich wollte nur noch was von meinem Sekt trinken. Ich schenke dir nochmal was nach. In Sizilien bzw. auch in Süditalien ist das Klima ganz gut und man hat da tatsächlich relativ viel Platz gehabt, um große landwirtschaftliche Betriebe aufzubauen. Die sogenannten Latifundien werden die genannt. Mhm. Das hat auch was eben mit dieser Krisenzeit in der Republik zu tun, dass wir da sehr, sehr viele Bauern haben. Also das ist schon davor passiert, die durch Missernten oder durch Wirtschaftskrisen
in finanzielle Probleme gekommen sind und wir haben dann so Großgrundbesitzer, die das Land aufgekauft haben und dann große landwirtschaftliche Betriebe aufgebaut haben. Und die nutzen, weil wir jetzt auch kurz nach den punischen Kriegen sind, also es gibt sehr, sehr viele Sklaven aus Karthago, die man dort einsetzt. Ich wollte gerade sagen, punisch, das war mit Hannibal, ne? Genau. Und da kommen Elefanten über die Alpen. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe immer nur so ein paar Stichwörter im Kopf. Weil man jetzt Karthago eben zerstört hat, endlich, hat man sehr viele Sklaven, die man jetzt einsetzen kann. Und die werden auf diesen Latifundien eingesetzt, um dort Landwirtschaft zu machen. Und es gibt eben relativ wenige Personen, die da beaufsichtigen, die dann sagen und dafür sorgen, dass die sich benehmen. Und das wird immer so als Grund genannt, warum es dort unten zu so vielen Aufständen kommt, weil diese Sklaven alle aus dem gleichen Raum kommen, die sprechen die gleiche Sprache. Und deren Heimat ist auch quasi um die Ecke. Genau. Und die werden auch sehr stark ausgebeutet. Also diese Landarbeit ist wirklich mit die härteste Arbeit. Es gibt auch schon, ich glaube, Cato der Ältere müsste das gewesen sein, der schon auch Bücher schreibt, wie man einen guten landwirtschaftlichen Betrieb führt. Und der schreibt da wirklich, man muss die Sklaven ausbeuten. Also diese landwirtschaftlichen Betriebe beruhen darauf, dass man die Sklaven einfach arbeiten lässt, bis sie tot sind und sich neue holt, im Grunde. Oho. Es sind halt sehr, sehr harte Bedingungen gewesen. Das sind aber auch die Kriegsgefangenen. Dann. Ja, das sind halt die, weil also das geht jetzt halt... Das ist jetzt nicht, halt, dass man sich so einen griechischen Philosophen für zu Hause holt. Nein. Also das geht jetzt, weil eben durch diese Kriege der Markt voll ist. Also man hat einfach die Möglichkeit, viele Sklaven zu kaufen. Der Markt ist gesättigt. Das ist in Griechenland vorher anders und das wird auch später wieder ein bisschen anders. In Rom werden die Sklaven auch einfach günstiger, weil es jetzt durch die Kriege mehr gibt. Das ist halt leider so. Es werden gibt's einfach. Es gibt tatsächlich, ich muss nachgucken, ich hatte es mir letztens nochmal rausgesucht. Also Sklaven sind nicht billig. Das ist jetzt tatsächlich, ich hatte das gelesen, jetzt habe ich es wahrscheinlich nicht mehr richtig im Kopf. Ich glaube, 500 Sesterzen oder Denare waren es für einen. So viel sagt. Ja, lass mich kurz, ich bin gerade am Nachdenken mit den Zahlen. Ich ordne dir das gleich ein. Also was könnte ich dafür noch kaufen? Genau, also es sind so ungefähr, glaube ich, für einen einfachen Landarbeitersklaven, der keine Ausbildung hat und sonst, sind das, glaube ich, 500 Sesterzen. Und ein normaler Legionär verdient im Jahr 120. Also das ist so Durchschnittsgehalt und das sind schon ein paar Jahreseinkommen, die du sammeln und sparen musst, um dir einen Sklaven zu kaufen. Also auch da, Sklaven werden günstig, es gibt mehr Sklaven, aber es ist immer noch eine Investition, so ein Sklave. Aber es scheint eben bei diesen Großgrundbesitzern auf diesen Latifundien so gewesen zu sein, dass die einfach so viel Vermögen hatten, dass die das einfach sich leisten konnten. Und diese harten Arbeitsumstände haben wahrscheinlich dazu geführt, dass diese Sklaven rebellieren, dass sie ihm gesagt haben, wir haben da keine Lust mehr drauf, wir wollen besser behandelt werden, wir wollen unsere Freiheit. Und das ist eben auch sinnvoll, das so zu deuten, weil es eben am gleichen Ort passiert, wo diese ausbeuterischen Verhältnisse existieren und es passiert alles so auch so im gleichen Zeitraum. Es ist eher unwahrscheinlich und so wird es dann doch gerne auch wieder gedeutet, dass das so Aufstände sind, die grundsätzlich gegen die Sklaverei sind. Also dass diese Sklaven sich auflehnen, um das System der Sklaverei abzuschaffen. Und da wird auch der Spartakus-Aufstand gerade immer so reingedeutet, dass es Spartakus angeblich darum gegangen sei, die Sklaverei als System abzuschaffen. Aber jetzt wie war das bei den Karthagern, wenn die so viele Sklaven stellen? Hatten die in Karthago keine Sklaven? Oder? Ja, Karthago ist ja zerstört worden. Ja, aber ich meine vorher. Ja, die hatten auch alle Sklaven. Also, alle ich meine, hatten prinzipiell alle, sind das ja also, Leute, die das genauso kennen. Ja, also das ist ja der Punkt. Es geht wahrscheinlich dann um meine Freiheit, dass ich da nicht mehr auf dem Land gut. Ja, also eigentlich alle Hochkulturen dieser Zeit hatten Sklaven. Also auch die Ägypter und die Perser und die Skythen auch und auch die Germanen. Die Germanen sind eine Hochkultur? Ja gut, aber als Bevölkerungsgruppe. Die leben nur auf Bäumen. Naja, nur weil wir es eben halt schon von ihnen hatten, als Hermann der Große. Also auch die hatten Sklaven. Hermann der Große? Ja, der große Befreier der Sklaven. Wie du ihn eben eingeführt hast, auch die hatten Sklaven. Alle, das ist eben so dieser Punkt, den man eben auch mitbedenken muss, dass Sklaverei in der Antike normal war, dass das eben als System akzeptiert war und es im Grunde keine Gesellschaft gibt,
die darauf verzichtet oder die das nicht hat. Deswegen, das sehen wir dann auch so bei Philosophen, beispielsweise Aristoteles, der dann auch sagt, naja, Sklaverei ist normal und das ist natürlich, weil es gibt eben vermeintlich Menschen, die sind zum Herrschen geboren und es gibt Menschen, die sind zum Dienen geboren. Und es ist halt wichtig... Aber die waren ja nicht so geboren. Ja, genau. Und es geht halt darum, es ist halt wichtig und gut, die zu versklaven, die halt von Natur aus Sklaven sind. Mhm. Und die zu Herrschern zu machen, die eben zum Herrschen geboren sind. Aber wenn ich da jetzt karthagische Soldaten besiegt habe und die dann zu Sklaven mache, die sind ja nicht dazu geboren gewesen. Naja doch, weil der Gedanke dahinter ist, sie haben ja durch die Niederlage bewiesen, dass sie nicht zum Herrschen geboren sind. Mhm. Also, dass sie die führende Hand eines anderen brauchen, weil sie haben ja verloren. Hätten sie gewonnen, alles klar, wären so sie frei. Gottes Urteil. Ja, so ein bisschen. Also, und das sehen wir ja auch, in Griechenland. Also, die versklaven sich immer, wenn die Krieg gegeneinander führen, versklaven die immer, die verloren haben. Also auch beispielsweise Alexander der Große gewinnt gegen Theben, erobert Theben und alle Thebaner werden in die Sklaverei verkauft. Das passiert dann. Also das ist normal für die. Das ist so. Und das hat dann aufgehört zu existieren? Oder die haben da kolonisiert? Themen? Weil die Stadt war dann weg. Ich weiß es. Das ist ja halt auch mal das Problem mit den Quellen. Also es wird dann eben beschrieben, Alexander erobert Themen und hat die Bevölkerung in die Sklaverei verkauft. Ob dann da noch irgendwer wohnen geblieben ist, würde ich jetzt schon behaupten. Vielleicht sind dann auch irgendwie Leute von ihm da hingekommen. Das ist dann immer nicht so klar. Es wird immer nur in den Texten beschrieben und die Bevölkerung wird in den Ketten der Sklaverei übergeben und denkt sich, ja, und die Stadt ist dann weg. Also bei Karthago wissen wir, Karthago ist dem Boden gleichgemacht worden. Die Römer haben auch noch die Erde gesalzen, damit da bloß niemals wieder irgendwas wachsen wird. Ja? Also Karthago, das war persönlich. Hatten die so einen Hass auf die? Ja, das... Da muss ich gestehen, bin ich auch nicht so die Expertin, dass ich dir den punischen Krieg erklären kann. Konkurrenz. Ja, es war eben der größte Konkurrent tatsächlich. Also die sind ja auch nicht so weit weg. Karthago hatte eine große Seemacht. Die Römer waren auf dem See nicht so bewandert. Das lag denen irgendwie nicht so. Und ja, das war halt irgendwie persönlich. Die nerven einfach. Die nerven einfach. Müssen weg. Ja, aber jetzt sind wir so ein bisschen weg von Spartakus gekommen. Ja, ich finde es aber trotzdem ganz... Ich kenne mich einfach so gar nicht aus im antiken Kram. Und auf jeden Fall zu Spartakus eben zurück. Deswegen dieser Ansatz, Spartakus oder auch die Sklavenkrieger und die Anführer dieser Sklavenkriege davor wollten, die haben die Sklaverei abschaffen, ist eben unrealistisch und unwahrscheinlich, weil den Menschen in dieser Zeit einfach das Modell Leben ohne Sklaverei nicht existiert. Also für die ist eine Welt ohne Sklaverei nicht vorstellbar und auch nicht funktionierend. Und das können wir auch schon daran ablesen, wenn zum Beispiel Seneca später schreibt, dass die freigelassenen Sklaven wieder Sklaven besitzen. Mhm. Also das ist ja auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass das eine Möglichkeit vor allem in Rom ist, sich frei zu kaufen oder freigelassen zu werden. Dann kommt man aus der Sklaverei raus. Und scheinbar war das für die so normal, dass die wieder selber sich Sklaven kaufen. Mhm. Wo man ja eigentlich denken sollte, nach unseren heutigen Moralvorstellungen, in dem Moment, wo ich raus bin. Ich habe mich gerade auch gefragt, sind die dann vielleicht besonders nett zu ihren Sklaven oder die lassen an denen dann alles aus, genau, was sie selber irgendwie ja, das ist ganz interessant. Erdulden mussten. Genau das macht Seneca. Also das ist die Kritik, die er da äußert. Deswegen wissen wir das, weil Seneca eben von einem ehemaligen Sklaven schreibt und sich beschwert, dass der so überaus grausam zu seinen eigenen Sklaven ist. Wo er so meint, aber er hat es doch selbst durchgemacht, dann müsste doch er eigentlich genau verstehen, wie scheiße es ist, Sklave zu sein. Und dann sagt er eben, naja, entweder hat er es vergessen, in dem Moment, wo er freigelassen wurde, hat er sich gedacht, das ist mir doch scheißegal. Oder es war für ihn auch so, so schlimm, dass er konstant daran erinnert wird, an sein eigenes Sklavensein, dass er so quasi seine eigenen Sklaven dafür nachträglich nochmal bestrafen möchte. Also das ist eben auch, wird es dann diskutiert, aber wir stellen halt fest, die hören trotzdem nicht auf, Sklaven zu besitzen, selbst wenn sie selbst Sklaven waren. Also das ist eben so ein Faktor. Und auch bei Spartakus, und das beschreiben dann auch die Autoren, und dass der eigentlich nur nach Hause möchte. Also der will Rom nicht niederringen. Er möchte einfach nur nach Hause. Und das Problem bei Spartakus ist eben auch, dass wir so wenig über den wissen. Also ich habe jetzt gesagt, der kommt aus Thrakien. Das ist auch nach Plutarch wahrscheinlich. Aber es gibt tatsächlich auch Wissenschaftler, die das in Frage stellen. Weil, und das kommen wir so ein bisschen zum Gladiatoren sein. Die Gladiatoren waren eben
spezialisiert ausgebildete Kämpfer, die in der Arena gekämpft haben. Das ist aber nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen, dass die dann einfach aufeinander losgelassen wurden und sich totgeprügelt haben, sondern die sind tatsächlich immer in spezifisch aufeinander angepasste Paare zusammengesteckt worden. Also wir haben verschiedene Gladiatoren. Einen permanenten Kampfpartner gehabt? Nicht permanenten Kampfpartner, aber es gab Klassen. Also du wurdest in einer bestimmten Art ausgebildet. Mhm. Die frühesten, die wir haben, ist... Kann man aber diesen Netzen... Genau, den mit dem Netz, das ist der Retiaria. der hat dann das Netz und den Dreizack. Mhm. Und der wird dann auch gerne gegen den Murmillo eingesetzt. Das sind diese klassischen Anführungszeichen, das, was man so an Gladiatoren denkt, die mit dem großen Helm, die dann auch sehr schwere Rüstungen tragen und dann so einen Gladius in der Hand haben, dieses Kurzschwert. Mhm. Und die haben so einen Fisch am Helm. Und daher leitet sich der Begriff ab und daher kommt dann auch, dass der Retiarier ihn so einfischt, weil er das Netz hat. Okay. Und dann gibt es eben noch den Trex und das ist in Latein übersetzt der Thrakier. Und der ist relativ leicht bewaffnet, hat aber eine sehr große Waffe. Und das finde ich eben ganz interessant. Also man versucht das schon, das so ein bisschen anzupassen. Also dann auch der schwer gerüstete mit der kleinen Waffe, dann gegen den leicht bewaffneten mit der großen Waffe, so nach dem Motto, was funktioniert besser. Mhm. Und die werden dann eben gepaart, nicht mit Tieren, sondern in Paaren eben aufeinander angepasst und müssen dann antreten. Und da wurde dann eben auch gesagt, naja, vielleicht meint Plutarch, wenn er sagt, dass Spartacus Thrakier ist, meint er die Klasse, den Trex. Ist eher unwahrscheinlich, weil Plutarch eben zwei Sätze vorher schreibt, naja, in dieser Gladiatorenschule des Batiatus waren Germanen und Thraker. Und dann sagt er, ja, und Spartacus war Thraker. Ist dann wahrscheinlich, dass er die Herkunft meint und nicht die Klasse, in der er gekämpft hat. Weil es dann auch andere Quellen gibt, die sagen, dass Spartacus als Murmillo gekämpft hat. Also. Okay. Aber warum es mir hier geht, ist, dass wir so wenig über den wissen, dass selbst seine Herkunft teilweise in Frage ist. Also spricht dafür, dass er auch schon schnell zu Ende war. Also ja, die nehmen sich in der Küche ein Messer, gehen raus. Naja, und dann schließen sich halt dann doch die anderen Sklaven an, die ja schon... in den Generationen davor schon mehrmals. Die aber auch keine Waffen haben, oder? Die sich aber irgendwie trotzdem... Aber wenn die doch auf Landgütern sind, dann können die doch so ganz klassisch wie so ein Bauernaufstand mit Mistgabeln oder was haben die also immer so benutzt. Ja, es kann auch sein, dass die dann sich an den Waffen bedient haben, nachdem sie diese Schule da quasi eingenommen haben. Also dieser Aufstand bricht eben aus, dass sie sich mit den Küchenutensilien bewaffnen. Und dann... Mit so einem Nudelholz. Und dann wird die Menschen, die dort in dieser Schule sind, überwältigt und dann holt man sich den Schlüssel und schließt halt die Waffenkammer auf. Das geht natürlich auch. Mhm. Und also es schließen sich dann diese Sklaven an und man ist zumindest so stark, dass man gegen zwei Legionen ankommt. Also das ist ja wofür Spartacus groß ist, dass die aus Rom ihm tatsächlich zwei... Wie viel ist das? Weißt du das? Oh, Legion. Du fragst mich mit... Ja, also bitte, ich dachte, du hast dich vorbereitet. Eine Legion auf das sind Thema. 1000. Ich glaube 1000 Soldaten und eine Legion. Man muss aber dazu sagen, dass das so Milizlegionäre waren. Also das sind so quasi die Reservisten, die da kurz, weil man es auch nicht ernst genommen hat, die wurden dorthin geschickt und die sind dann auch zerrieben worden. Und also von daher war dieser Spartakus-Aufstand schon ein großes Thema. Das sehen wir auch einfach, dass der auch in den Quellen auftaucht. Also er wird wieder und wieder erwähnt, wird dann allerdings aber recht schnell dann doch niedergeschlagen, als man dann ernsthaft als man den ernst nimmt. Mhm. Was dann auch hinzukommt, und das macht es dann eben auch schwierig, warum wir auch so wenig zu Spartacus wissen, weil die Quellen, die Autoren, was ich sehr interessant finde, Spartacus zwar erwähnen, aber im Grunde nur so als Mittel zum Zweck. Zum Beispiel eben bei Plutarch erfahren wir über den Spartacus-Aufstand in dem Kapitel, dass Plutarch eigentlich über Crassus schreibt. Also Crassus ist so ein bisschen... ja, nicht der Lehrmeister von Cäsar, aber so der große Mann vor Cäsar. Und da geht es eben um diese, das ist eine Biografie über die Taten von Crassus. Und Crassus ist dann eben auch der dann gegen diesen Spartakusaufstand niederschlagen muss. Und was ich eben ganz interessant finde, wenn man den Plutarch liest, sind es, glaube ich, so, da sind nicht drei Absätze Spartakusaufstand. Und so Spartakus lernen wir dann, dass er in dieser Gladiatorenschule war, dass er eine Ehefrau hat, die irgendwie ihm weissagt, er wird ein großer Mann werden und große Taten vollbringen. Und dann geht es eben darum, wie Crassus diesen Aufstand niederschlagen möchte.
Und wie ihm dann durch Pompeius Magnus dieser Sieg geraubt wird. Und eigentlich geht es an dieser Stelle mehr darum, diese Konkurrenz zwischen Crassus und Pompeius Magnus aufzubauen, warum die beide dann auch gegeneinander stehen und weniger um die genaue Schilderung des Spartakusaufstandes. Also das ist hier nur Mittel zum Zweck in dem Sinne, um Crassus zu definieren und diese Konkurrenz. Aber jetzt muss ich doch nochmal zwischenfragen, damit ich mir das irgendwie so ein bisschen vorstellen kann. Mhm. Also wir sind... Wo geht's nochmal los? Der war jetzt nicht auf Sizilien, der war da einfach irgendwo. Capua. Wo ist das nochmal? So im Süden von, also wir haben Neapel unten, so ein bisschen südlicher von Neapel ist Capua. Richtung Pompeji. Ja. Okay, der nimmt sich jetzt da Messer aus der Küche mit, keine Ahnung wie viele Leuten? 70. 70 Leute? Ja. Okay. Also 70 Gladiatoren. Dann stürmen sie die Gladiatorenschule. Ja, die sind ja schon in der Gladiatorenschule. Okay, die sind in der Gladiatorenschule. Dann machen sie da den Schrank auf, holen sich ihre Netze. Und ihre und großen, Gladi. Die Trager hatten große Dinge. Okay, und dann, aber was machen sie denn dann? Also die wollen eigentlich doch nur nach Hause. Genau. Das heißt, der Aufstand besteht eigentlich nur darin, dass sie die nächste gelegene Hauptstraße entlang laufen? Nee, das Problem ist... Und wenn da ein Legionär sie aufhalten will, dann stechen sie den ab? Nein. Oder was machen sie denn jetzt? Nein, also die Sache ist die, erstens kann ich dir das auch wieder nicht schildern, was genau Schritt für Schritt passiert. Weil wie gesagt, die Quellen sind drei Absätze. Da wird dieser gesamte Spartakusaufstand, der ja dann doch so ein, zwei Jahre läuft, eben abgehandelt. Mhm. Als er dann hat Crassus dies getan und dann hat er seine Truppen dorthin geschickt und dann wurden die Truppen besiegt und dann sind sie dorthin gezogen. Und dann kam Pompeius und hat die 5000 umgebracht. Also das ist eben so das Problem, dass dann da doch die Zahlen fehlen und auch Abläufe, die wir heute eben, weiß nicht, wenn wir uns mit anderen Schlachten aus späteren Zeiten beschäftigen, wo wir die Infos haben, haben wir hier so nicht. Also es geht eben, also es scheint so, dass die sich bewaffnen, weil sie nach Hause möchten und dann aus verschiedenen Gründen, wahrscheinlich weil man da auch miteinander gesprochen hat, sich die Sklaven, die auch wieder auf den Latifundien und in der Umgebung leben, sich ihnen anschließen, wahrscheinlich um mitzukommen. Und dann schließt Spartakus auch ein Abkommen mit den kilikischen Piraten. Also auch diese Piraten sind so ein großes Problem für Rom. Ja, die kommen aus Kilikien. Das ist hier das heutige, ich weiß nicht welches, aber so heutige... ehemalige Jugoslawien da in der Region liegen, die irgendwo auf dem Balkan. Irgendwo auf dem Balkan. Und da kommen die her und überfallen auch immer römische Handelsschiffe und so. Das ist ein echtes Problem für die. Aha. Und mit denen schließt er dann so ein Abkommen, so hey, nehmt mich, ihr bringt uns nach Hause. Was gibt der denn dafür? Ja, also die Sache, das werden dann ja dann doch gewisse Schlachten geschlagen, weil Rom muss natürlich diesen Aufstand auch beenden. Also man kann die nicht einfach gehen lassen. Das ist dann schon... zum einen natürlich wird damit auch das System Sklaverei ausgehöhlt und man kann sich auch nicht einfach, man kann nicht erlauben, dass einem die Sklaven weglaufen. Das geht halt einfach nicht. Das Land bestellen. Ja, das sind Sklaven. Das sind doch von Natur aus Menschen, die zum Dienen geboren sind. Wie sieht das denn aus, wenn die jetzt weglaufen? Und wenn die Karthager das sehen, die lachen dich doch aus. So, das heißt, es geht hier auch einfach auch um Ehrerhaltung. Darum, diesen Aufstand niederzuschlagen. Und da werden dann eben diese zwei Legionen geschickt, um das zu beenden. Die werden besiegt und damit merkt man, okay, das ist jetzt ein wirklich ernstes Problem. Und dann werden noch mehr Truppen geschickt. Und da marschiert dann Spartakus auch auf Rom zu. Aber höchstwahrscheinlich geht es da nicht darum, dass er eben Rom einnehmen möchte und das Römische Reich vernichten möchte, sondern er möchte einfach nur Druck ausüben, dass sie ihn dann nach Hause lassen. Und weil sie dann auch irgendwie sehr verzweifelt. Ja, weil sie dann auch irgendwie von den kilikischen Piraten werden sie verraten, weil natürlich die Piraten sind natürlich die einen immer verraten. Das ist ja also. Und also das ist dann irgendwie und dann kommt eben Pompeius, besiegt sie alle und dann werden sie alle gekreuzigt und dann ist er auch vorbei. Deswegen, also da geht es, wie gesagt, in diesen Quellen geht es meistens mehr darum, die römischen Feldherren da zu beschreiben als Spartakus. Also der ist eher so das, wie nennt man das in der Fiktion, der Dreh- und Angelpunkt, aber nicht der Protagonist quasi bei den antiken Autoren, sondern das ist so, wo man dann hingeht und dann handelt. Das fällt mir gerade wirklich nicht ein, dieses Ding hat. Wirklich nicht helfen. Ist auch egal. So, und genau, das also zu diesem Spartakus-Aufstand, auch so im Zusammenhang mit diesen Sklavenkriegen, also wir finden das... Geht das dann jetzt auf? Naja, habe ich doch gerade gesagt, die werden von Pompeius besiegt und gekreuzigt. So. Okay, das war so kurz und schmerzlos. Ja, das ist voll, das ich überhört habe.
Die werden eben dann umgebracht. Und Pompeius ist dann der, 5000, der... 5000 oder was hast du gesagt? Ja, irgendwie so um den Dreh. Also irgendwie, oder er kommt mit 5000. Ich bin jetzt, das habe ich mir jetzt nicht genau aufgeschrieben. Ich habe jetzt gerade die Zahl 5000 im Kopf. Ob er jetzt mit 5000 Soldaten kommt oder es 5000 Aufständische waren, die dann getötet werden. Auf jeden Fall, Spartacus stirbt dann höchstwahrscheinlich auch im, bei den Kampfhandlungen. Und alle, die überleben, werden dann gekreuzigt. Und dann schreibt eben Plutarch, und so hat dann der Pompeius dem Crassus seinen Sieg gestohlen. Also... Das ist so, der, wie gesagt, der Fokus. Wer ist denn Plutarch eigentlich? Plutarch ist ein antiker Autor, der, jetzt weiß ich gar nicht wann genau, im 3. Jahrhundert nach Christus, also er schreibt recht spät. Mhm. Das heißt, es ist ja für den auch nur noch hören. Sagen. Genau, für den ist das eben auch, das ist halt auch immer noch das Problem bei diesen antiken Autoren. Die schreiben das zwar dann auf, aber sind manchmal dann auch 100 oder 200 Jahre später. Das wäre ja, als wenn ich jetzt über Friedrich den Großen was schreibe und ich bin dann die Primärquelle über Friedrich den Großen. Das ist ja absurd. Ja, das ist halt so. Das ist halt die Schwierigkeit bei der Antike. Aha. Weil dann eben auch die Autoren, die dann zeitgleich gelebt haben, nur noch in Fragmenten erhalten sind. Also das ist halt immer, das ist ein bisschen frustrierend in der Altertumsforschung. Und genau, und Plutarch hat so Doppelbiografien von wichtigen Personen in der Antike geschrieben. Und dann geht es ja immer um einen griechischen und einen römischen. Und es geht dann auch so ein bisschen zu zeigen, dass die Griechen und die Römer kulturell gleich sind und dass man ja sich ja auch auf Augenhöhe gegenübersteht und bringt das dann so zusammen. Mhm. Also das ist ganz interessant und ganz spannend, aber man muss da eben immer im Kopf behalten, dass auch er eben viel, viel später erst über diese Menschen schreibt. Aber das heißt doch jetzt auch, dass dieser Spartacus wahrscheinlich schon längst vergessen worden wäre, wenn man nicht später da wieder irgendwas reingedeutet hätte. Weil wenn es jetzt, also wenn wir den überhaupt nur erinnern, weil Plutarch irgendwas über Crassus geschrieben hat. Ja, also es ist nicht nur Plutarch. Und der sich überhaupt nicht interessiert für den Spartacus. Ja. Dann war es irgendwie, dann waren die gekreuzigt, dann war es für die Römer eigentlich erledigt. Ja, also das habe ich auch so vermutet. Aber es sind dann doch einige, die drüber schreiben. Also Plutarch schreibt so neben Appian mit am ausführlichsten drüber. Aber Spartacus wird doch immer wieder erwähnt. Also das scheint schon so gesehen ein großes Ereignis gewesen zu sein, dass wir diesen Gladiator haben, der sich gegen Rom gestellt hat. Weil auch um Gladiatoren auch immer so eine sehr... ja, duale Wahrnehmung in der römischen Gesellschaft hatten. Zum einen sind das die großen Kämpfer, die dann auch Fanclubs haben, ja. Die dann auch gefeiert werden für ihre Taten. Auf der anderen Seite sind Gladiatoren aber auch infame Personen. Das heißt, von den Bürgerrechten sind sie mit Sklaven gleichzustellen. Teilweise sind sie Sklaven, die dann dort kämpfen, die auch einfach so am Boden, den Bodensatz der Gesellschaft bilden. Aber also so ein bisschen, wie wir das dann später auch so im 20. Jahrhundert mit Schauspielern haben. Auf der einen Seite feiert man sie, aber auf der anderen Seite bloß nicht irgendwie näher mit denen zu tun zu haben, weil das ziemt sich nicht für anständige Menschen. Wann ist das? Ist jetzt 18. Jahrhundert? Oder ja, ja, auch so 19. Jahrhundert noch. Also, so die Opernsängerin ist auch so ein typisches, die dann zwar auch auf der Bühne gefeiert wird, aber gesellschaftlich mit Prostituierten gleichgestellt wird. Also so ähnlich haben wir das mit den Gladiatoren. Wir haben dann auch beispielsweise, da weil wir gerade auch mit dem Bürgerkrieg gesprochen haben, Caesar hat irgendwie 1000 Gladiatoren besessen, weil sich das auch, weil das so schick war für eben wohlhabende Senatoren, Gladiatoren zu besitzen. Wo man dann eben auch Angst hatte, als dann der Bürgerkrieg ausbricht, dass er seine Gladiatoren verwendet als zusätzliche Truppen. Also zum einen war man sich eben bewusst, die Gladiatoren sind eben zu unserer Unterhaltung da, die sterben dann eben in der Arena. Nicht so viel, wie man vermutet hat bislang, aber sie sind doch dann auch getötet worden. Aber auf der anderen Seite sind das eben bewaffnete Leute, denen man nicht vertrauen kann, weil sie eben Fremde sind, weil sie Sklaven sind, die eben unter Beobachtung sind und, wenn man eben nicht aufpasst, sich wie Spartacus erheben können. Und das war schon immer so ein Punkt, so auch so ein, weiß nicht, so ein Trauma vielleicht, was die Römer mitgenommen haben, dass man die Gladiatoren eben unter Kontrolle halten muss. Aber haben sie dann auch irgendeine Art von Konsequenzen gezogen? Also, was weiß ich, Küchenmesser besser wegschließen oder die nicht mehr rauslassen? Oder? Also bei Caesar weiß man, dass diese Gladiatoren festgenommen wurden. Also, dass man die inhaftiert hat, dass man sagt. Ja, dass man sagt, dass er da nicht drauf zieht. 1000 Gladiatoren. Ja, du, inwiefern das jetzt im Alltag ausgesehen hat, das weiß ich halt nicht. Wie gesagt, es gibt halt immer nur diese Informationen. Er hatte so viele Gladiatoren.
Und die hat man dann irgendwie festgehalten, dass man da, dass er die nicht einsetzen konnte. Ob man die dann irgendwie eingekerkert hat oder ob man die unter Hausarrest gestellt hat, das weiß ich nicht. Ja, also das ist halt so das mit den Gladiatoren immer auch nochmal so ein Thema. Vielleicht da auch nochmal, weil ich das jetzt auch gelernt habe und das fand ich auch, ist das so typisch, wo die Gladiatorenspiele herkommen. Das ist nämlich tatsächlich gerade auch für die frühen Wissenschaftler ein Riesenthema gewesen und ein Riesenproblem gewesen, dass die Römer Gladiatoren hatten. Wieso? Weil wir haben natürlich gerade in der Zeit der Aufklärung wurden die Römer immer so gesehen als die Vernünftigen, die Logischen, die Gesitteten, die sich ordentlich benommen haben im Vergleich zu den Griechen, die alle immer irgendwie besoffen waren und auch hingefeiert haben. Ja, das waren immer die Griechen. Aber die Griechen sind doch die Philosophen. Ja, aber das sind auch die Kinder anfassen. Und nun die Römer, das sind die Logischen, die Rationalen, die Vernünftigen. Und die Griechen sind halt die immer Party machen. Und das haben wir auch bei Nietzsche beispielsweise, dieses Dionysische und Apollinische, hat er das genannt. Also das ist eben auch diese Trennung. Also die Römer sind die Vernünftigen, die gesittet sind, die zurückhaltend sind. Und die Griechen sind die da immer im Rausch und Ekstase Party machen. Und jetzt ist das natürlich ein bisschen blöd, wenn man die Griechen als die Logischen und, nicht die Griechen, die Römer als die Logischen und die Gesitteten und die Vernunftbegabten hat und die aber an Menschen gegeneinander kämpfen lassen. Oder zum Spaß von Löwen fressen lassen. Ja, und zum Spaß. Wobei das mit dem Löwen fressen waren meistens Hinrichtungen, das ist eben auch nochmal so. Ja, aber trotzdem gucken doch da Leute bei zu. Ja, das ist eben, also das, wobei auch im 19. Jahrhundert noch Menschen bei Hinrichtungen zugeguckt haben. Aber da waren noch keine Löwen, die aufgefressen haben. Auf jeden Fall, das ist eben so das große Problem. Wie kriegt man das jetzt geregelt? Ganz einfach, man schiebt die Verantwortung anderen zu. Und es wird dann eben gesagt, und beziehungsweise das haben die Römer selbst geglaubt, dass diese Gladiatorenspiele von den Etruskern übernommen wurden. Und diese Etrusker sind so ein bisschen, ja, die in Anführungszeichen Indigenen vor den Römern. Also man hat ja diese Vorstellung gehabt. Die Original-Italiener. dass ja die Römer mit Aeneas von Troja geflohen sind und dann sich dort angesiedelt haben. Und die Etrusker sind dann in dem Sinne die da vorher schon gewohnt haben. Und die werden dann immer gerne noch so als die Barbarischen, die Wilden, die Fremden bezeichnet. Das sind auch die dann ihre Häuser und ihre Figuren bunt malen. Und das hat man dann ja im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert erzählt. Das haben die Römer ja nicht gemacht angeblich. Die haben ja war ja alles weiß. Und die Etrusker haben dann angefangen, die Sachen bunt anzumalen. Und also alles, was man als nicht römisch verstanden haben wollte, hat man den Etruskern zugeschoben. Also das mit den Farben, dass die Römer ihre Skulpturen bunt angemalt haben, das waren nicht die Römer, das waren die Etrusker. Mhm. Dass die Römer zum Spaß Menschen gegeneinander kämpfen lassen mit scharfen Waffen, das waren nicht die Römer, das waren die Etrusker. Funktioniert das. Aber trotzdem war doch jetzt Julius Caesar mit seinen 1000 Gladiatoren kein Etrusker. Ja, und es waren halt auch nicht die Etrusker, die sich das ausgedacht haben. Weil die ersten Hinweise auf Gladiatorenspiele haben wir ja 264 vor Christus. Da ist Rom schon da. Und es war dann irgendwie eine Totenfeier von Decimus Lunius Pera. Das war irgendwie so ein wichtiger Adliger in Rom. Und seine Erben haben dann in seinem Gedenken diese Gladiatoren gegeneinander kämpfen lassen. Und das ist super schnell hip geworden quasi unter römischen Adligen, solche Spiele zu stiften. Und das übernehmen dann später auch die Kaiser. Und das ist auch der Grund, warum Julius Caesar so viele Gladiatoren hat. Weil der nämlich, um gewählt zu werden, Gladiatorenspiele veranstaltet hat. Und das sind dann seine Gladiatoren, die er da kämpfen lässt. Also das ist definitiv nichts mit den Etruskern zu tun. Das ist ganz klar irgendeine römische Sitte, auf die sie gekommen sind irgendwie, wo sie auch schon voll in ihrer Republik ausgebildet waren. Also. Aber das fand ich eben auch so wieder so schön. Alles, was wir nicht haben möchten, schieben wir halt anderen Leuten quasi in die Schuhe. Waren nicht die Römer, es waren die Etrusker. Ja, wenn das so ein Vorbild ist, dann muss man es irgendwie sauber halten. Ja. Das macht man sich ja selber dann kaputt. Ja, und ja, genau. Und da kommen wir dann nämlich auch zu einem anderen Menschen, der diese Texte gelesen hat und sich als Vorbild genommen hat, nämlich Karl Marx. Ach so. Denn Karl Marx
hat nämlich Spartacus... Jetzt die mit dem Etrusker-Bashing. Ja, also das waren die, das ist gleichzeitig passiert mit anderen. Und Marx hat dann eben Spartacus als so den Protokommunisten gefeiert. Also der sich eben schon gegen die Bourgeoisie einsetzt, gegen die verkommene römische Elite, die Menschen ausbeutet. Also es hat es im Grunde genauso, wie er eben seine, die Welt gesehen hat. Es gibt eben die Menschen, die besitzenden Menschen, und es gibt die Menschen, die arbeiten. Dieser Klassenkampf, der sich nach seiner Vorstellung eben durch die Geschichte hindurch bezieht, hat er eben Spartacus dann so als einen, ja, von den Kämpfern auf seiner Seite verstanden, die sich eben schon in der Antike gegen dieses System gewehrt haben. Ja, das ist so ein bisschen auch dann diese Vorstellung von der römischen Dekadenz. Also wir haben auf der einen Seite diese ja, übersättigten Römer, die nichts mehr fühlen, um überhaupt irgendwas fühlen zu können, dann Menschen gegeneinander kämpfen lassen und dann über deren Tod entscheiden, damit sie mal irgendwie mal wieder einen Thrill haben. Und auf der anderen Seite haben wir dann den edlen Spartacus, der sich gegen dieses unterdrückerische System wehrt und eben nur nach Hause möchte. Das ist einfach zu süß. Es ist ein, nur nach Hause. Nur nach Hause. Eventuell haben zu Hause auch seine Sklaven auf ihn gewartet. Ja, ich weiß es nicht. Die hatten sich da schon schön eingerechnet mit ihm. Die Witwe war schon neu verheiratet, hat schon drei Kinder. Ja, die mit dem war ja mit ihm versklavt. Ach so, mit der hat er ja da zusammen gewohnt. Und also du musstest doch nicht mehr zur Familie nach Hause. Ja, seine Frau war da. Zu seinem Besitz und zu seinen Sklaven. Wollte einfach nur nach Hause. Also wie gesagt, wir wissen halt auch nichts über ihn. Also es wird gesagt, er kam aus Thrakien. Ob er da aus der Elite stammte oder da vom Bauernhof weggeschnappt worden ist. Wie er versklavt wurde, wissen wir nicht. Also das sind halt alles so Punkte. Aber er möchte halt nur nach Hause. Also er möchte eben nicht Rom als Herrschaftsgebiet niederreißen und sich selbst zum nächsten Herrscher machen, sondern er will eigentlich nur gehen. Die Römer lassen ihn nicht. Passt jetzt dann auch nicht so ganz in Karl Marx' Idee. Nee. Dass die Fabrikarbeiter einfach nur nach Hause möchten. Die wollen einfach nur weg. Ja. Ja, also von daher, das ist halt immer dieses Problem. Und deswegen finde ich es halt immer auch interessant, wenn wir uns mit Rezeptionsgeschichte beschäftigen, es wird halt immer passend gemacht. Also das mit den Etruskern und den Römern, das wird halt passend gemacht. Also in dem Moment, wo das, was man über die Römer weiß, nicht passt, wird das irgendwie so geschoben und gedreht, dass es funktioniert. Wenn wir dann Statuen haben, wo Farbe dran ist und wir sagen, nein, aber die Römer haben alles in weiß gemacht, dann wird die Farbe halt abgewaschen und den Etruskern zugeschoben. Und das Gleiche mit den Gladiatoren. Und auch Karl Marx hat das so ein bisschen gedreht, wie es ihm halt in sein Weltbild gepasst hat. Und da kommen wir dann jetzt auch zu deinem Spartakus-Aufstand. Das ist nicht meiner, das ist so das Erste, woran ich denke bei Spartakus. Ja. Und das passiert dann eben 1916 erst, während dem Zweiten Weltkrieg, dass wir nämlich Rosa Luxemburg haben, die im Zuge auch dieser Auseinandersetzung zwischen der SPD und dann der USPD später auch, also wo sich dann ja auch die KPD dann daraus entwickelt, diese verschiedenen Strömungen der SPD, wie wollen wir eben sein? Wie soll die Republik aussehen? Wie soll die Republik aussehen? Wie radikal müssen wir es verändern? Hat Rosa Luxemburg eben so ja, Leitsätze aufgestellt, die sie dann auch in Briefen bekannt gemacht hat. Und ich habe mir das hier einmal aufgeschrieben. Und diese Leitsätze über die Aufgaben der internationalen Sozialdemokratie hat sie am 27. Januar 1916 veröffentlicht. Und diese Leitsätze sind in dem Spartakusbrief, wurde es übersetzt, drin. Und daraufhin haben die Menschen sie und die Gruppe um sie herum eben die Spartakusgruppe genannt, wegen diesen Spartakusbriefen. Und daraufhin haben sie sich dann auch selbst die Spartakisten genannt. Und die Ziele waren es eben, dieser Spartakusgruppe, eine internationale Revolution des Proletariats, Sturz des Kapitalismus und Sturz des Imperialismus und des Militarismus. Also die typisch klassischen Ziele guter Kommunisten. Ja, mit antikem Vorbild jetzt. Ja, hat halt mit Spartakus in dem Sinne nichts zu tun, weil sie wollen ja nicht nach Hause. sondern eben den Kapitalismus beenden, was Spartakus jetzt so nicht vorhat. Aber es ist halt ein guter Name, der funktioniert, der ruft halt irgendwie in Erinnerung wach. Und dann kommt es eben am 11. November 1918 zur Gründung des Spartakusbundes, wo man eben dann das Ziel hat, eine Räterepublik zu gründen.
dann sind wir jetzt eben in der Novemberrevolution und diese Gruppe sagt, wir wollen eben Räterepublik. Und dann, knapp 2 Monate später, haben wir dann natürlich den Spartakusaufstand in Berlin, infolgedessen dann ja auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verhaftet und ermordet werden. Und damit ist dann Spartakus auch vorbei. Und das eben mit da diese Verbindung zur Weimarer Republik eben. Was hat Spartakus damit zu tun? Im Grunde nichts, aber er ist eben namensgebend für... Es waren einfach alles sehr gebildete Menschen, die ein klassisches Gymnasium besucht haben. Alle eine humanistische Bildung erfahren und das kommt dann dabei raus. Und sie identifizieren sich nicht mit den armen Etruskern, die in Wahrheit unterdrückt wurden von den bösen Sklavenhaltern. Ja, beziehungsweise die Etrusker nicht, sondern die Thraker. Ja, aber die Etrusker ja auch. Das sind ja die Kolonisierten da. Ja, wobei das ist auch nicht so klar ist. Also die Etrusker sind ja eigentlich von denen, die humanistisches Bildungsideal haben, unterdrückt worden. Das sind ja die wurden ja dazu Buhmännern gemacht. So, und was ich jetzt raus, also das hatte ich im Hinterkopf, hatte ich das immer gesehen, aber nie so verbunden. Das passiert ja manchmal, dass Spartak auch, also diese sowjetische Sportbewegung, die sich dann in den 30ern formiert, führt sich auch auf Spartakus zurück. Mhm. Also das fand ich irgendwie auch ganz lustig. Also da sieht man dann eben auch, wie stark einfach dann auch im 20. Jahrhundert Spartakus mit Kommunisten verbunden ist. Also das ist einfach so der... Das ist Sport, das ist doch Vater dann vielleicht. Ja, das stimmt. Vielleicht ja auch mit dem, vielleicht weil Spartakus ja auch Sport gemacht hat. Weiß es nicht. Und 1971 in der Bundesrepublik haben wir den Studentenverband Marxistischer Studentenbund Spartakus. Mhm. Also da. Ja, gut, ist jetzt alles nicht mehr so überraschend dann. Also nee, aber es ist eben nur nochmal so ein Beweis dafür, wie eng Spartakus eben im 20. Jahrhundert. Der so berühmt von den anderen beiden Aufständen, wissen wir einfach gar nicht, wer die angeführt hat. Oder? Ja, da gibt es zum Teil Namen. Weil die waren noch schneller zu Ende. Ja, und die sind halt vielleicht auch nicht so geil, weil es um Gladiatoren geht. Also das muss man ja auch ehrlich sagen, Gladiatoren ziehen ja auch einfach. Und mein letzter Punkt, den ich machen möchte, da kommen wir nämlich zum Anfang wieder zurück, wo ich sagte, ich habe an Weihnachten ferngesehen, nämlich zu diesem Stanley Kubrick-Film. Mhm. Und das fand ich halt wahnsinnig. Also ich fand es lustig, aber ich habe halt auch so einen Humor. Dieser Film ist halt 1960 in Hollywood produziert worden. Wie gesagt, von Stanley Kubrick, war auch so sein erster Film, den er gemacht hat. Deswegen ist er auch noch nicht so typisch Stanley Kubrick, weil er sich zu dem Zeitpunkt noch an Vorgaben vom Studio halten musste. In der Hauptrolle mit Kirk Douglas. Und dieser Film basiert auf dem Roman von Howard Melvin Frost. Ich glaube Frost. Jetzt kann ich meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Auf jeden Fall. Was an diesem Film, fand ich wahnsinnig spannend, ist, dass in diesem Film Spartakus eben zum Freiheitskämpfer stilisiert wird. Der sagt die ganze Zeit, es geht um die Freiheit. Wir kämpfen für die Freiheit. Wir wollen nach Hause, für unsere Freiheit. Ja, das stimmt, hast du doch auch erzählt. Ja, genau. Aber so, Freiheit ist mir wichtig. Und wenn du an das Wort, an den Begriff Freiheit denkst, kommt dir da irgendein Land in den Kopf, die Liberté, besonders für Egalité, die... Fraternité. Ja, okay. Zum einen die Franzosen. Vive la France. Aber gerade die US-Amerikaner haben das auch massiv aufgenommen, diese Freiheit. Ja. Und ich fand das halt eben ganz interessant. Und das war dann eben so mein Gedanke, wieso ich überhaupt dieses Thema gekommen bin. Es ist ein Hollywood-Film, der mitten im Kalten Krieg gefertigt wird. Der freie Westen. Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Aber pass das heißt, auf. Aber auch nicht ja, so. Howard Melvin Frost war bis 1957 Kommunist in den USA. Der war Mitglied der musste er wahrscheinlich sich da der Verfolgung entziehen und dadurch, dass er jetzt besonders patriotisch, freiheitlich, Nein. Diesen Roman hat er vorher schon geschrieben. Und der ist dann, wir sind also mitten in der McCarthy, oder nicht mitten, ich glaube, die McCarthy-Ära war vorher, die ist jetzt zu Ende gegangen. Aber wir sind mitten im Kalten Krieg und Hollywood übernimmt das den Typen, den die Sowjetunion und die alle Kommunisten zu ihrem Helden hochidealisiert haben und machen den zu ihrem eigenen. Und das fand ich irgendwie, das haben die doch mit Absicht gemacht. Das ist doch nicht einfach zufällig passiert. Was war denn, da waren die Römer plötzlich die Sowjets? Ich weiß es nicht, aber es geht auf einmal um Freiheit. Also während eben im Kommunismus... Der Sekt beginnt zu wirken. Der Sekt beginnt zu wirken, das ist wirklich so. Eben so der Kampf gegen den, gegen das, gegen
gegen die Elite, gegen die Besitzer, gegen die dekadenten Römer hochgepusht wird, ist es jetzt die Freiheit. Wir müssen uns für unsere Freiheit einsetzen. Wir dürfen uns nicht vor dem großen Reich, das gegen uns kämpft, unterjochen lassen, sondern wir müssen tapfer kämpfen. Und das ist doch, also das haben die doch mit Absicht gemacht. Kann man mir doch nicht erzählen, dass sie sich zufällig Aber das ist doch diese Hochphase von den ganzen Sandalenfilmen. Ja. Das heißt nicht nur, dass sie da Spartakus nehmen, die haben wahrscheinlich einfach geguckt, was sind noch die geilen Geschichten, die man da benutzen kann. Es gibt doch Quo Vadis. Und hier Dingens Wagenrennen, Dings, wie heißt Ben-Hur. Ben-Hur. Trotzdem, ich und bin der Meinung, und was da alles ich bin der Meinung, das haben die mit Absicht gemacht. Also, dass sie den auch so krass, also die wirklich nur darüber reden, was Freiheit bedeutet, also das haben die, das war denen bewusst, dass sie hier nicht einfach nur irgendeinen Sandalenfilm machen, sondern dass sie hier ganz klar einen kommunistischen Helden missbrauchen. Ja. Nicht missbrauchen, aber ja genau, neu für den Westen vereinnahmen. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Oder wir nehmen einen kommunistischen Helden. Also auch selbst wenn es danach Bezeichnungen gab nach Spartakus in der kommunistischen Welt, war das jetzt, glaube ich, nicht irgendwie so der große, das kommunistische Idol in der Ahnenreihe von Marx, Engels und Lenin, Spartakus. Dass man den jetzt irgendwie so neu setzen muss. Ich glaube, das ist dann schon eine der populären antiken Geschichten, die man da einfach verwurstet und auf seine eigene Weise dann interpretiert natürlich. Ich bin der Meinung, dass sie das absichtlich gemacht haben. Ja, aber damit bin ich fertig. Ich habe alles erzählt. Du bist so offensichtlich... Es gibt doch noch einen Spartakus-Film. Aha. Über den reden wir nicht. Ich glaube, ich würde gerne mehr wissen über diesen anderen Spartakus-Film. Das ist auch kein Film, das ist eine Serie. Nein, ich meine nicht die Serie. Mhm. Es gibt doch da später noch einen, der Gladiator. Ist das nicht auch Spartakus? Das ist nicht Spartakus, das ist der Gladiator. Ach so. Das ist unter Commodus. Mhm. Und dieser Film war so schlecht, dass er einen renommierten Archäologen namens Markus Junkelmann dazu gebracht hat, ein Buch zu schreiben. wie Gladiatoren wirklich sind. Okay. Also der war, das Gladiator ist auch eine absolute Katastrophe in allem. Also wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt, ist der total cool. Ja, aber das ist halt Quatsch. Aber das ist halt so, die eben in der Wissenschaft, so das Thema um Gladiator, das ist eben den Markus Junkelmann so getriggert hat, dass er ein ganzes Buch geschrieben hat. So ist es richtig. Oh je. Ja, aber also dadurch hat er dann auch gewisse experimentelle, also das in dem Sinne schon produktiv, weil es war nicht nur ein Diss für den Film, sondern war schon konstruktiv gemeint. Und er hat dann auch, ich glaube auch in München und Wien, hatte er dann auch so Gladiatorenschulen, wo man hingehen kann und sich dann wirklich auch so experimenteller Archäologie anschließen kann, dass man dann schaut, wie haben die wirklich trainiert, wie haben die sich ernährt, wie haben die gelebt, um eben mit diesen ganzen Hollywood-Stereotypen auch mal aufzuräumen, die eben vor allem auch durch Gladiator beispielsweise vermittelt wurden. Ja, und das ist ja auch die große Schweinerei an diesem Film Gladiator, dass Commodus bekannt dafür war, dass er selbst als Kaiser, als Gladiator aufgetreten ist. Der hat nicht nur Gladiatoren besessen, er hat selbst gekämpft. Und im Film oder in echt? Nee, in echt. Ach so. Und das wird im Film nicht dargestellt. Im Film ist er, ich glaube, ist er ist nicht Joaquin Phoenix, doch, es ist Joaquin Phoenix, der dann irgendwie so einen blassen, kleinen Commodus spielt, der da irgendwie seine Spielfiguren da antreten lässt. Aber eigentlich war Commodus, das ist so das große Drama oder so der große Skandal um Commodus, dass er selbst als Gladiator aufgetreten ist, was nicht... Wann war der jetzt eigentlich? Das ist dann später. Aber das klingt schon so nach Dekadenz und Niedergang. Ja, genau. So sieht Joaquin Phoenix in dem Film aus. Blass und verwachsen. Nein. Dekadenten Römer. Die spätantike Dekadenz, spätrömische Dekadenz. Apropos spätrömische Dekadenz. Ist das ja die Jubiläumsfolge. Verträgst du noch einen Schluck? Nein. Nein. Aber hält das Glas hin. Ja, natürlich. Genau, aber also könnt ihr ja immer schreiben, ob es euch überzeugt hat, meine Argumentation, oder ob ihr, wie Daniel sagt, nee, das war einfach nur Zufall, dass die mitten im Kalten Krieg sich Spartakus ausgesucht haben als Hauptcharakter. Sofern ihr den Film überhaupt kennt. Naja. Ja. Ja. Da kommt wahrscheinlich ja
Gut. Aber es ist ja ungewöhnlich, dass es zu Weihnachten kam. Also normalerweise kommen die Sandalenfilme ja immer um Ostern herum. Nee, die kommen auch immer um Weihnachten rum. Also beziehungsweise die Kleopatra lief jetzt auch letztens. Ja, okay. Erst. Zu Ostern sind das immer die christlich angehauchten. Da kommt dann Quo Vadis und die 10 Gebote. Und Ben-Hur. Und Ben-Hur. Ja. Also ich muss sagen, ich interessiere mich jetzt neuerdings für die Etrusker. Die sind super. Wir haben alles bunt angemalt. Die Römer. Die sind noch aus ihren Gräbern wieder herausgestanden, um römische Sachen anzumalen. Was hältst du denn von der Serie Rom? Ich liebe die. Das ist doch alles schön bunt, auch tatsächlich. Also haben es ja doch dann irgendwann eingesehen. Wann hat man denn das eingesehen, dass es doch die Römer selber waren? Das ist noch nicht so lange her. Ich weiß es gar nicht. Also Rom waren die ersten und ich glaube Rom war 2005, 2004. Ich glaube 2005 ist die erste Staffel erschienen, wo sie das dann eben auch so bunt dargestellt haben. Und da ist ja Rom auch massiv, also die Macher von Rom sind ja auch massiv kritisiert worden dafür, dass es eben so bunt ist, dass sie so viel fluchen. Ach so, auch. Ich dachte, das wäre schon so Rezeption dessen gewesen, dass man da jetzt mittlerweile gesagt hat, das war alles bunt. Ja, ja, genau. Aber von den Medien sind die massiv angegangen worden, dass sie das gute, schöne, rationale, weiße das Bild von Rom zerstört haben. Mhm. Und also eigentlich war denen von Anfang an klar, dass die Römer das bunt angemalt haben. Das hat halt nur nicht ins Weltbild gepasst. Also wir haben zum Beispiel auch den Winkelmann, der eben sagt, wahre Schönheit ist weiß. Und damit meint er zum einen das Weiß des Marmors und die weiße Hautfarbe der Europäer. Das ist ganz klar in einem rassistischen Kontext zu verstehen. Und das ist eben auch sehr wichtig, das mit dem Kopf zu behalten, gerade diese Weisheit der Skulpturen, dass man da eben auch diese Vorstellung hat, bunt, das ist wild, das sind die Barbaren, deswegen sind es auch die Etrusker. Genau wie jetzt in der Zeit, wo das eben aufkommt im 18. Jahrhundert, die indigenen Völker, sei es in Afrika oder in Süd- und Nordamerika oder auch in Asien, die machen alles bunt, die sind so wild und so fremd und so anders und wir als Europäer, wir bauen unsere Tempel, wir sind weiß und auch, also wenn man das dann auch liest, auch Goethe hat sich da geäußert, wo man wirklich so denkt, ja, aber Goethe hat sich da auch abfällig über die Uta von Naumburg geäußert, glaube ich, weil diese das Mittelalter dann auch so bunt dunkel ist und barbarisch ist und seine Stifterfiguren bunt angemalt. Ja, und also wo man auch so denkt, so irgendwie Selbstreflexion ist auch nicht so euer Thema, ne? Also weil wahre Schönheit ist das, was wir jetzt gerade machen und das war immer schon gut und richtig und europäisch und es ist halt sehr unangenehm, das auch zu lesen. Aber das ist ganz klar, in diesem Bild wird das aufgegriffen. Und eben rassistische, eurozentrische Ideen werden damit eben unterstützt. Und deswegen werden die Figuren, wenn sie bunt gefunden werden, wirklich in Säure gelegt und wortwörtlich weiß gewaschen, um dieses Bild zu präsentieren, dass das alles weiß ist. Ja. Und es hat vor einer Weile, mittlerweile, ich glaube 2006 oder 2008, hat es so diese Ausstellung Bunte Götter gegeben. Das ist auch so eine Wanderausstellung, die ist auch irgendwie ganz um die Welt herumgegangen. Ich habe so ein paar Objekte davon in der Glyptothek in München mal gesehen, wo sie dann eben, ja, sehr, ja nicht raufprojiziert, sie haben es wirklich drauf gemalt. Also sie haben die nachgebaut aus Gips und die dann angemalt. Aber ich glaube, es gab es, ich bilde mir ein, es ist in Pergamon, vielleicht in dem Panorama, dieses kleine Ersatzmuseum, was da dran ist, was eigentlich ganz schön gemacht ist. Ich meine, da ist eine Figur, wo das dann aufprojiziert wird. Das kommt auch ganz gut rüber. Das kann sein. Es waren auch mal im Alten Museum hier in Berlin, waren auch Objekte von dieser Ausstellung dann da. Und es ist, also man muss halt sagen, dass diese Repliken sehen halt echt blöd aus. Also wenn man sich die anguckt, ich habe die auch in München gesehen, ich dachte, das ist nicht euer Ernst, das sieht so Panne aus. Das ist Comic Art. Ja, das sieht richtig komisch aus, wo man so denkt, also man sieht ja auch in der Glyptothek, man hat diese Marmorbüsten, die so im Detail sind und dann soll ich mir vorstellen, wie sie dann so Alpastol so draufgeknallt haben. Aber ich glaube, das liegt einfach, und das möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber an den Handwerkern, die das heute umgesetzt haben, dass die einfach die Techniken nicht können, die in der Antike benutzt wurden. Ja, oder dass man das natürlich auch wahrscheinlich nicht so einen Aufwand betreiben kann, einfach aus finanziellen Gründen. Genau, also das hat bestimmt etwas vereinfacht halt geschehen. Und, ja, aber das finde ich dann halt auch wieder so schade. Zum einen möchte man ja mit diesen überkommenen Ideen aufbrechen, dass die Antike weiß war und dann macht man es aber so und denkt sich, ja, aber dann so sah es doch auch nicht aus. Und dann werden ja neue falsche Bilder Könnt ihr wahrscheinlich einfach die Nofretete angucken. Ja. Die ist auch schön bunt. Die ist auch bunt angemalt. Und das stört's nicht.
Und es gab auch einen, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber auch so einen, ich glaube, einen amerikanischen Archäologen, der dann eben auch gesagt hat, Leute, ihr kopiert hier in Gips, die Originale sind in Marmor, die Farbe sieht auf Marmor anders aus. Also das Licht wird anders reflektiert. Und was man auch noch dazu sagen muss, die haben nur chemische Farben rekonstruiert, weil die lassen sich auf den Objekten noch nachweisen. Die natürlichen Farben nicht mehr, die sind weg. Mhm. Und dann wird, das heißt, wir wissen nicht, ob die vielleicht noch anders bemalt waren. Und aber das muss man sagen, was ja auch noch dazu kommt, beispielsweise die Griechen haben ja sehr, sehr viel in Bronze gearbeitet, was wir ja heute kaum noch erhalten haben, weil die Bronze weg ist. Und auch die wurde angemalt. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, wieso arbeiten die in Bronze, wenn sie es dann anmalen? Und ich habe da eben in diesem Zuge dieser Ausstellung Fotos gesehen, wo sie eben im Alten Museum Kopien aufgebaut hatten von antiken Bronzestatuen, die bemalt waren, wo sie noch die bemalten Reste dran gefunden haben. Mhm. Und da merkt man, da habe ich dann verstanden, warum. Weil wenn man Bronze verwendet und das anmalt, sieht das aus, als ob die Haut dieser Figur eingeölt war. Und das ist ja gerade in Griechenland auch so ein Thema gewesen, dass die Männer sich immer einölen, wenn sie Sport machen und so, dass es eben zur Schönheitspflege gehört. Und dann versteht man, warum Bronze? Weil das glänzt so, als ob das ein echter, eingeölter Körper ist. Und das wirkt tatsächlich großartig. Da versteht man es dann. Oh ja. Und das ist dann eben so ein Punkt. Aber das eben da auch wieder mal muss man sich da von Vorstellungen lösen, die eben vor 200 Jahren geschaffen wurden, über Antike. Aber das ist doch dann trotzdem korrigiert. Das ist irgendwann einen grünen eingeölten Körper. Mhm. Unter dem Öl korrigiert. Ich weiß nicht, oder sie haben es dann poliert. Muss man dann regelmäßig das nachölen. Ja, muss man halt nicht mehr. Malen. Ja. Ich stelle mir gerade an, wie wir Friedrich den Großen unter den Linden anmalen. Ja, aber die haben denen ja auch Augen eingesetzt, also aus Elfenbein. Das, ja, okay. Da gibt es ja auch diese Statue von Apollon, wo der Wimpern hat und auch diese eingefügten Augen, was auch super unangenehm aussieht. Aber wenn man bedenkt, dass der angemalt war, ist es dann vielleicht nicht mehr so unangenehm. Also ich wünsche mir jetzt als nächstes von dir eine Folge über die Aufklärung. Ach nein. Oh ja. Ach nein. Ach, ich freue mich da aber so drauf. Nein, aber das möchte doch keiner hören. Kriege ich nur Ärger. Wieso kriegst du nur Ärger? Weil ich erzähle. Von wem denn? Von den Leuten, die die Aufklärung feiern. Ja, man kann ja irgendwie Einigkeit und Recht und Freiheit oder, wie war es, die Kollegen hier? Liberté, Fraternité. man kann das ja feiern, aber man muss halt trotzdem sagen, wo sie da irgendwie daneben gelegen haben. Ja. Also ich finde es schon sehr interessant. Ja, schauen wir mal. Na gut. Also ihr könnt mich ja vielleicht unterstützen und bei den Wünschen ein ähnliches Thema äußern, wie das, was ich geäußert habe. Oder natürlich, was immer euch noch durch den Kopf geht. Und wie gesagt, wir würden gerne wissen, was denn eigentlich eure Lieblingsfolge ist. Genau. Bislang aus dem ersten Jahr. Aus der ersten Staffel. Aus der ersten Staffel. Wir haben keine Staffel. Nein. Wir haben Jahrgänge. Genau. Und wir danken euch, dass ihr dabei seid bei Flurfunkgeschichte. Und ich denke, ihr erinnert euch auch noch an unsere E-Mail-Adresse. Ich sage sie trotzdem nochmal. Es ist dann kontakt@flurfunk-geschichte.de. Oder ihr schreibt Kommentare am einfachsten auf unserer Website unter die jeweilige Folge. Und natürlich, wir danken auch, dass ihr uns vermehrt liked, abonniert. Ja. Das sorgt dafür, dass noch mehr Menschen uns kennenlernen und dann demnächst die Wahrheit über die Aufklärer vielleicht erfahren könnten. Genau. Happy Birthday, Solveig. Happy Birthday. Mach's gut. Und ihr auch. Stoßt auch noch an auf uns. Oh, es gab sogar ein bisschen Klang. Ein bisschen. Ein ganz klein wenig. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Was? Wie drauf gekommen? Ich habe den Film. Weil du in letzter Zeit... Achso, du hast den Film. Ja, mir doch erzählen. Hörst du mir überhaupt zu? Nicht wirklich. Wenn du mir schon nicht zuhörst. Jetzt sagen wir, beenden das jetzt hier.